So, wir sind hier immer noch im Blütenburgwald. Willkommen zurück bei Pokémon Rubin. Und weiter geht's. Wir haben im letzten Part ja unsere zwei Neben-Pokémon gefangen, Wurmple und Knilz, die wir gar nicht verwenden werden. Die wir einfach so aus Jux gefangen haben. So, was hat der vor? Kein einziges zu finden! Hallo, hast du nicht zufällig einige Pokémon namens Knilz hier? Ja, ich hab eins. Ich wollte dich eigentlich aus dem Hinterhalt angreifen, aber du trödelst wohl auf ewig im Blütenburgwald herum, oder? Das Wort macht mich ganz krank. Also hier bin ich. Hey du, Forscher von Devon. Gib sofort die Papiere her. Attacke! Du bist ein Pokémon-Trainer, oder? Du musst mir bitte helfen. Huch, was? Was machst du eigentlich? Was? Du schützt ihn? Niemand, der sich Team Magma in den Weg stellt, kann auf Gnade hoffen. Niemand! Los, kämpfe gegen uns! Ja, das sind die Schurken von der Höhenregion. Team Magma. Es gibt noch ein anderes Team, das heißt Team Aqua. Die sind allerdings in diesem Let's Play unsere Freunde, die von Team Aqua. Im Saphir-Let's Play war es genau umgekehrt, da war Team Magma unser Freund und Team Aqua war unser Feind. Naja. Okay, Fifian haben wir schon mal zum Brennen gebracht. Sehr schön fürs Erste. Verbrenne! Verbrenne auf ewig! Okay, tschüss. War sein einziges Pokémon, glaube ich. Ne? Das war auch sein einziges, oder? Ja, sag ich ja. Du hast mich geleimt. Du bist stark. Und wir haben 180 Pokédolle bekommen. Du hast vielleicht Nerven, dich mit Team Magma anzulegen. Los, kämpfen wir noch einmal. Das würde ich jetzt so gerne sagen, aber ich habe keine Pokémon mehr. Außerdem sind wir Team Magma auf dem Weg nach Metaros City. Für heute lasse ich dich gehen. Puh, das war mehr als knapp. Dank dir konnte er mir nicht diese wichtigen Papiere rauben. Ich weiß, ich gebe dir diesen Superball als Dankeschön. Superball erhalten. Ja, Superball ist besser als ein Pokéball. Hat diese Schub von Team Magma nicht gesagt, dass sie irgendwas im Metaros City erledigen wollen? Oh, das ist ja Notfall. Ich darf keine Zeit verlieren. Was ist denn da los? Sag los, der macht einen Überfall mit einer Waffe oder so. Ach, was weiß ich. So, was hast du zu sagen? Hey du, geht es deinem Pokémon gut? Wenn deine Pokémon schwach sind und du Kämpfe vermeiden willst, solltest du dich vom hohen Gras fernhalten. Okay, halten wir uns vom hohen Gras fern. Ah! Nomenknitz, wollen wir es fangen? Das könnten wir dem Forscher von Devon geben. Naja, aber wir haben ja schon eins. Und selbst das werden wir nicht brauchen. Also tschüss, Knilz. Ein bisschen Erfahrungspunkte. Wir haben schon Level 13, sehr gut eigentlich. Wir müssen unsere Pokémon auf Level 16 trainieren, damit sich entwickelt. Und Doppelkick lernen kann. Das brauchen wir für die Arena. Weil mit einem Feuer-Pokémon kann man gegen Gesteins-Pokémon nicht gut an, es sei denn, es kann eine Kampfattacke. Okay, ach komm, ich dachte, es werden friedliche Trainer, wie auch immer. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit der Schule benutzt, bist du sofort beliebt. Warum? Weil es die Mädchen abscheucht, oder was? Da wird man auch eher unbeliebt, so kriegt man kein Mädchen. Ninkada, interessant. Ah, tschüss, Ninkada. Ich mag dich nicht. Wenn ich verliere, kann ich nicht beliebt werden. Stimmt. Weise Entscheidung. Dass du verloren hast. Weil du eh schon unbeliebt genug bist. So wie Cartman in dieser Folge da, wo er sich mit Wendy schlägt. Oh verdammt, das sind jetzt schon wieder Schwabini. Wollen wir es fangen? Also ich setze jetzt einen Loot ein und wenn es überlebt, schmeiße ich den Ball. Mir hat nicht überlebt. Pech für Schwalbini. So, was ist hier? Selbst für Trainer. Neben den Kraftpunkten KP besitzt ein Pokémon auch Angriffspunkte AP, die für die Attacken im Kampf gebraucht werden. Wenn ein Pokémon keine AP mehr besitzt, muss es in einem Pokémon-Center gebracht werden.
So ist es. Und das sind hier so Büsche, die können wir momentan nicht zerschneiden. Dafür brauchen wir TMLVM1 Zerschneider. Die wir momentan noch nicht haben. So, hier sind ein paar Bären schon wieder. Amrena-Bären. Hat, glaube ich, Paralyse. Und hier Sinelbären. Zwei Stück. Unser Flemmi hat seine Sinelbeere immer noch nicht verschwendet oder verbraucht. Ich liebe es, meinen Mund voller Saatkörner zu nehmen und sie dann mit hohem Bogen auszuspucken. Du kannst das hier haben. Versuch es einfach mal. Wende es an einem Pokémon an und es wird lernen, in schneller Folge Saatkörner auszuspucken. Das ist Kugelsaat. Thema 9 ist Kugelsaat. Könnten wir Gekka-Borf beibringen. Aber wir haben es ja nicht genommen als Starter. Wir haben ja Flemmi genommen. Gekka-Borf werden wir in Smart Let's Play nehmen. Blütentraum, Blumenladen. Na gut, aber schauen wir zuerst nach, was hinter diesem Haus ist. Natürlich ein paar versteckte Items, wie zum Beispiel dieser Pokéball hier. Alright, was ist das? Ein Trank, ein gewöhnlicher Trank. Na, besser als nichts. So, ist hier noch was? Nothing. Ach komm! Musste ja so kommen. Scheiß Käfer. Ich werde dich zertreten. Obwohl mein Flemmi gar keine Tretattacke kann. Nee. Naja, dafür verbrenne ich dich einfach. So. Hier ist ein Supertrank. Hätte ich nicht gedacht, dass da noch was ist. Und sonst ist, glaube ich, nichts mehr. Nein, hier ist nichts mehr. Den Supertrank, den sollten wir für später aufheben. Der heilt nämlich 50 statt 20 KP wie der Trank. Hallo! Dies ist der Blumentraum, La Blumenladen. Verwandelt die Welt in ein Blumenmeer. Wie heißt du? Kevin. Das ist aber ein typischer Name. Möchtest du etwas über Bären lernen? Ja. Bären wachsen an Bäumen, die nur in dunklen Lehmboden gedeihen. Wenn du Bären pflückst, pflanzen immer wieder neu in den Boden ein. Eine gepflanzte Beere wird bald anfangen zu sprießen. Dann mit einer wunderhübschen Blüte erblühen, die bald zu einer Beere wird. Ich würde die ganze Welt am liebsten mit wunderhübschen Blüten bedeckt sehen. Das ist mein Traum. Bitte hilf mir, Kevin. Pflanze Beeren und bringe so Blüten in die Welt. Mal schauen, vielleicht werden wir das gelegentlich machen. Hallo. Je mehr du dich um die Blumen kümmerst, desto schöner werden sie blühen. Auch du hast Blumen gerne. Das weiß ich genau. Hierfür ist das für dich. Ich sehe aus wie ein verdammter Öko-Fritze. Nachdem du die Beeren eingepflanzt hast, musst du sie mit der Walmerkanne gießen oder was so. Oh, noch etwas. Wenn die Beeren nicht gepflückt werden, fallen sie zu Boden. Aber sie werden wieder nachwachsen. Ist es nicht unglaublich? Es ist, als hätten sie den Willen zu leben. Ja, Pflanzen sind ja auch Lebewesen. Ich versuche, so zu sein wie meine große Schwester. Ich züchte auch Blumen. Hier, das ist für dich. Maronenbär, halt ein schläferndes Pokémon. Du kannst eine Beere pflanzen und sie wachsen lassen. Oder du gibst sie einem Pokémon zum Tragen. Und neuerdings gibt es eine Maschine, mit der kann man die verschiedensten Beeren mixen und Süßigkeiten für die Pokémon draus machen. Ich möchte auch Süßigkeiten haben. Aha, okay. Gibt's hier noch etwas? Oben wir die Kasse aus, na los. Verdammt. Okay, Blumentraum, Blumenladen, ja. Tipp zur Trainer. In der Höhenregion gibt es Paare von Trainern, die andere zu einem 2 gegen 2 Pokémon-Kampf, einem Doppelkampf herausfordern. In einem Doppelkampf muss der Trainer zwei Pokémon antreten lassen. Das Pokémon links neben der Liste und das an der Spitze der Liste. Achte also auf die Reihenfolge der Pokémon. Ja, Doppelkämpfe, die wurden hier in dieser Generation eingeführt. Das Schicksal hat uns zusammengeführt. Darf ich um einen Kampf bitten? Boah, ich muss langsam aufpassen, dass ich hier nicht zu viele weibliche Stimmen spreche, weil sonst komme ich wieder in den Stimmbruch. Okay, Xixax, schade, dass wir noch kein Jungblut haben und wir es nicht einfach mit Doppelkick killen könnten, naja. So, und bald werden wir unser zweites Team-Pokémon fangen. Vielleicht sogar noch in diesem Part immer schnell sind. Top-Genesung, ja, nur Schnösel und Ladies setzen Top-Genesung ein. Oder Champions und Stärke-Trainer.
Ich meine, der andere starke Trainer, ne? Der Champ ist ja schon der stärkste Trainer. Ich Dummerchen. Ach nee, schon wieder ein Mädchen. Soll ich oder soll ich nicht? Okay, natürlich kämpfe ich. Also wenn noch weitere solche Mädchen kommen, dann komme ich echt wieder in den Stimmbruch. Ja, trotzdem. Eins unserer Team-Pokémon. In Saphir Let's Play. Absorber. Trotzdem ist vom Typ Pflanze und Wasser. Das heißt, wir könnten sogar Glut einsetzen. Ja, mach ich einfach mal. So. Okay, das hätten wir. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich kommt jetzt Planas. Knist nicht. Ich dachte, Samurze kommt, weil die Pokémon sind ja gleich. Samurze gibt's in der Rubin-Edition und Jotunze gibt's in der Saphir-Edition. Gut, die hätten wir auch ausgeschaltet. Ach nee, schon wieder zwei Trainerinnen. Ach Mensch. Okay, lass uns mit unseren Pokémon kämpfen. Oh Mann, meine Stimme wird immer heller, je mehr ich es versuche. Shit. Irgendwann habe ich so eine ganz, ganz helle Stimme. Und dann kommentiere ich jedes Let's Play mit einer hellen Stimme. Okay, wie gesagt, hier ist Samurze und Turtel, die zwei Pokémon sind, wie gesagt, ähnlich, verwandt, wie auch immer. Samurze setzt aus mit Härtner. Und Lotusel staunt über den Glut. So, senken wir die Initiative beider Pokémon vom Gegner. Tja, es gibt sogar Wampel ein paar Erfahrungspunkte. Und setzt den neuen Fadenschuss ein. Bei der Tackle von Wampel, der bringt nicht so viel. Und Wampel erreicht Level 5. Bald haben wir einen Schalloko oder einen Panikon. Wampel kann sich in eins von beiden entwickeln. Je nachdem, was für ein Wesen es hat. Also nicht so Wesen, sondern. Also jedes Pokémon hat so eine eigene Nummer. In dem, was für eine Nummer das hat, desto. Also zu diesem Pokémon entwickelt sich dann. Das nennt man, glaube ich, PP, Personality Points, habe ich im Pokédex gelesen. Aber mehr weiß ich nicht darüber. Wenn ich verliere, bin ich sauer. Alright, Oh ne, wahrscheinlich hat er wieder so viele Kapodos. Und hier ist eine alte Oma. Amrenabere. Und, Moment, das müsste eine Marumbeere sein. Shit. Yonagobeere. Wenn du Bären siehst, die im Lehmboden wachsen, pflücke sie ruhig. Aber pflanze neue Bären an der Stelle. Das ist einfache Höflichkeit. Hier, das ist für dich. Marumbeere. Na gut, ich werde dir keine Bären pflanzen, weil ich die vergessen werde zu ernten oder zu gießen. Das weiß ich jetzt schon. Gut, schalten wir den Angler noch aus, dann haben wir diese Route erledigt. Warum sollte ich ein Geheimnis daraus machen? Ich bin der Wasser-Pokémon-Experte! Wie? Du kennst mich nicht? Nee. Und dann hat er nur... Ja, der hat bestimmt nur ein paar Kapodos. Angelo. Angelo ist ein... Ich glaube, das ist ein italienischer Name. Okay, ich muss mit Energie vor kurzem meine Volltrefferquote erhöhen. Damit wir diese Kapodore schneller ausschalten können. So, jetzt habe ich Greifen an mit der Kratzer und der Greifen. Ja, und, ich rede. Mein Italienisch ist. Non, ich kann kein Italienisch. Ich kann nur diese Akzente. Versteht ihr? Diese scheiße Akzente. Das ist hier, was ich über Italienische. Das ist mein einziges Italienische. Diese Akzente, was ich hier gerade rede. Naja, okay. Kratzer. Ja, ihr seht, Carpador setzt die mächtigste Attacke im ganzen Pokémon-Spiel ein, nämlich Platsche. So, Flamini erreicht Level 15. Und jetzt kommt noch ein Carpador, wer hätte es gedacht? Die alle nichts drauf haben, die können alle nur Platsche und Platsche bewirkt gar nichts. Carpador erlernt mit Level 15 Tackle, damit kannst du schon mal angreifen, was ein großer Fortschritt für Carpador ist. Und mit Level 25, glaube ich, lernt Dreschflegel.
Route 104, Meteor City hier lang. Okay. Wir sind in Meteor City angelangt. Sollen wir die Stadt erkunden? Ich meine, die ist groß, ne? Da werden wir einige Zeit beschäftigt sein. Wir können aber auch zuerst schauen, ob wir unser Team-Pokémon fangen können. Unser zweites Team-Pokémon. Ich glaube, es erkundet die Stadt zur Vollständigkeit. Also fangen wir gleich im Pokémon Center an. Der Mann nebenan hat mir eine VM gegeben. Ich habe meinen Pokémon beigebracht, damit kleine Bäume zu zerschneiden. Ach so. Es gibt männliche und weibliche Pokémon. Aber niemand kann sagen, worin der eigentliche Unterschied liegt. Ja, männliche und weibliche sehen ab der vierten Generation auch verschieden aus. Mein Pokémon hat ein naives Wesen. Und das meines Freundes ein fröhliches. Es ist faszinierend, dass Pokémon unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Persönlichkeiten und Fähigkeiten wurden in dieser Generation auch eingeführt. Haus des Zerschneiders. Holen wir uns VM1 ab. Hey du, Überfall, gib mir VM1 oder ich knall dich ab. Diese Entschlossenheit, deine Möglichkeit, deine Hingabe für Pokémon. Du bist wirklich ein talentierter Trainer und hör auf mich zu bedrohen mit deiner Waffe. Nein, warte, sag jetzt nichts, ich brauch dich nur anzuschauen. Ich bin mir sicher, dass du mit dieser VM sehr gut umgehen wirst. Kein Grund so schüchtern zu sein. Wir nehmen sie. Ja, das können wir sehr schnell einem Pokémon beibringen. Wir können es allerdings noch nicht außerhalb eines Kampfes einsetzen, weil wir noch daher den Orden brauchen. Und im Gegensatz zu dem kann ein VM mehrmals gelehrt werden, das sich ab der fünften Generation allerdings ändert. Ab der fünften Generation kann jedes Pokémon TMs neu lernen. Also ja, können TMs unendlich mal verwendet werden. Als sie diese Stadt Meteor City vergrößert haben, hat mein Vater ihnen geholfen. Seine Pokémon fällten die Bäume mit Zerschneider. Meteor City heißt, ist übrigens im Französischen Lavandier, also ja. Lavandier heißt im Französischen Meteor City. Oh! Wer magst du wohl sein neues Gesicht in dieser Gegend? Bist du gerade in die Pokémon-Trainerschule gekommen? Nee. Aber wir können mal einen Blick drauf werfen. Ich habe den Arenaleiter herausgefordert, aber es ist nicht so einfach, mit meinen Feuer-Pokémon zu gewinnen. Feuer-Pokémon haben keinen guten Stand gegenüber Gesteins-Pokémon. Ja, das habe ich am Anfang des Parts schon gesagt. Pokémon-Trainerschule. Wenn ich in diese Schule gehe, werde ich später seltene Pokémon fangen können. Pokémon Trainerschule. Wir bringen dir alles über die Pokémon bei. Ist das so? Okay, die Musik ist echt anders, komisch, wie auch immer. Ein Pokémon, das eine Beere trägt, wird sich selber heilen. Es gibt viele Items, die ein Pokémon tragen kann. Junge, ist das alles schwer zu merken. Ist doch ganz leicht, ich weiß alles über Pokémon. Kevin können Items tragen? Was habe ich denn gerade gequatscht? Pokémon können Items tragen. Aber sie wissen nicht, was sie mit Items von Menschen wie Trank oder Gegengift machen sollen. Weißt du, wie man mit eigenen Pokémon-Attacken ein Pokémon verwirren kann? Ein verwirrtes Pokémon wird manchmal sich selber verletzen, ohne es zu wollen. Aber sobald es aus dem Kampf genommen wird, ist es wieder normal. Ich wollte schon immer ein Samurzel haben und endlich habe ich eins. Ich tausche gerade mit meinem Freund Pokémon. Ja, mit den zwei Gameboys im Advance in der Hand. So, hey! Schüler, die sind aufpassen, bekomme meine Flinkklaue zu spüren. Wie du dieses Item einsetzt, zeigt, ob du ein guter Schüler bist oder nicht. Flinkklaue erhalten. Erhöht die Erstangriffschance. Sollten wir vielleicht einen langsamen Pokémon geben? Items hebt die Erstschlagquote. Ich geb's mir, Flammy trägt gerade eine Beere. Weiß nicht, ich geb's einfach mal niemanden. Vielleicht unserem zweiten Team-Pokémon später. Das ist sehr langsam, kann ich schon mal sagen. Auf der Tafel sind die Statusveränderungen von Pokémon aufgelistet. Welches Zimmer möchtest du lesen? GIF. Wenn ein Pokémon vergiftet wurde, wird es ständig KP verlieren. Die Auswirkungen des Gifts halten auch nach dem Kampf an.
die KP eines vergifteten Pokémons werden auch unterwegs weiter sinken. Mit deinem Gegengift kannst du das Pokémon heilen. Brennt. Eine Verbrennung senkt die Kraft des Angriffs. Die KP nimmt ständig ab. Eine Verbrennung hält auch nach dem Kampf an. Setze Feuerheiler ein. Par. Wurde ein Pokémon paralysiert, sinkt seine Initiative. Es kann passieren, dass es während des Kampfes bewegungsunfähig wird. Die Paralyse hält auch nach dem Kampf an. Verwende, heile das Pokémon mit Paraheiler. Ja. Griff. Wurde ein Pokémon eingefroren, so ist es völlig hilflos. Auch nach dem Kampf hält der Zustand an, setze dann Eisheiler ein. Wenn der Pokémon einschläft, kann es nicht mehr angreifen. Das Pokémon wird vielleicht von selber wieder wach, aber wenn der Kampf endet und es noch schläft, schläft es weiter. Wecke es mit dem Aufwecker auf oder geh in ein Pokémon-Center. Das ist das Beste von allen Möglichkeiten. Ui, die Stadt ist ziemlich groß, naja, aber nicht so groß wie heißt die Stadt? Stratos City in Schwarz und Weiß. Da habe ich eine Stunde gebraucht, bis ich das völlig erkundet hatte. Mein eigenes Pokémon hat mich... Ah, was? Okay, no, das war viel zu schnell. Meinen eigenen Pokémon habe ich perfekte passende Kosenamen gegeben. Das ist mein Ausdruck von, Originalität. Genau, Originalität. Pikachu, na toll. Aber ein Pikachu einfach Pikachu zu nennen, das haut einem nicht gerade vom Hocker. Ich glaube ja auch, man sollte einen leicht verständlichen Kosenamen wählen. Aber irgendwie. Ein Pokémon fängt mit das Aussehen. Wenn es das tun würde, wäre ich zum Tode erschrocken. Wenn ein Pokémon Erfahrungen im Kampf sammelt, kann es vorkommen, dass es irgendwann sein Aussehen verändert. Ja, Pokémon können sich entwickeln. Aber das weiß jeder, der Pokémon kennt, spielt, wie auch immer. Ist übrigens auch nur, dass immer die Tür aufgeht. Die Angestellten der Demon Corporation leben in diesem Haus. Hey, runter vom Stuhl, du scheiß Katze! Ineko! Ja! Oh je, dieses Haus ist sehr groß. Aber nicht zu groß zum Erkunden. Mein Papa arbeitet für die Corporation. Mein Papa hat dies gemacht. Ich kann damit aber nichts anfangen, daher schenke ich es dir. Das ist der Grund, warum ich immer Stadterkundungen mache. Manchmal schenken dir die Leute ein paar Sachen. Vor langer, langer Zeit war Dion eine kleine, überschaubare Firma. Okay, ich glaube, das ist das letzte Stockwerk von diesem Haus. Ist es der Typ aus dem Wald? Hallo? Der Präsident von Dion sammelt leidenschaftlich gerne seltene Steine. Ha, ha. Ich glaube, der Sohn des Präsidenten sammelt auch seltene Steine. Aha, aha, aha. Überflüssige Information, aber na gut. Okay, ich glaube, das haben wir schon mal das Größte, fast alles erkundet. Das waren wir hier schon. Ja, Haus ist der Schmerz, da waren wir schon. Ja, den haben wir auch schon angesprochen. Hier waren wir noch nicht drin. Jedes Pokémon besitzt eine spezielle Begabung, die es einsetzen kann. So ist immer Fähigkeit. Pokémon sind sehr seltsame Geschöpfe. Ich glaube, ich hätte mir das zum Trinken bereitstellen sollen. Ich fange schon wieder an, dass mein Hals sich wieder schließt, wie auch immer. Oh, jeden Tag wird es schwerer. Was so schwer ist, das fragst du noch? Herauszufinden, was ich jeden Tag kochen soll, natürlich. Es ist nicht einfach, jeden Tag eine Mahlzeit auf den Tisch zu bringen. Na, ja, das kann ich nicht sagen. Ich habe noch nie was gekocht. Ich bin eigentlich ein Fastfood-Esser. So, das ist die Trainerschule. Da waren wir schon. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Da ist so ein Haus. Kommt man da rein? Ja, da kommt man rein. Aha, aha, aha. Felicity, die Heiler, dann weiß wirklich eine Menge über Pokémon. Und sie ist sehr stark. Die Trainerschule ist hervorragend. Wenn du dort lernst, kannst du später sogar Arenaleiter werden.
Ach, das wäre ich gern. So ein Arena-Leiter. So eine Edition spielen, wo man eine Arena-Leiter spielen würde. Ist ja schon cool. Nun gut. Ich glaube, wir haben noch was übersehen. Und zwar... Ich mach's noch schnell. Hier hinten kann man irgendwo reingehen und da müsste es ein Item geben, das man sich holen kann. Ist mir gerade so eingefallen, ja, das ist... Ich schätze, es ist ein Trank. X-Abwehr erhöht die Verteidigung. Ja gut, ich werde hier nicht singen. Ich werde es mir verkneifen zu singen, weil ich singe hier zu oft in meinen Pokémon Let's Plays. Und das mögt ihr ja, glaube ich, nicht. Okay, geht's hier? Können wir, nee, hier können wir nicht lang. Schade, schade. Wir haben aber noch gar nicht den Markt. Mein Pokémon hat sich entwickelt. Es hat jetzt sehr viele KP. Ich sollte nun einige Supertränke anstelle der Normaltränke kaufen. Ich habe einige Paraheiler und etwas Gegengift gekauft. Nur für den Fall, dass mir einmal ein Knirs im Blütenburgwald über den Weg läuft. Ich habe ein Fluchtseil benutzt, falls ich mich mal in eine Höhle verlaufe. Damit kann ich zurück zum Eingang der Höhle gelangen. Nun gut, was verkaufst du? Er verkauft ein Fluchtseil, na gut, und Schutz können wir jetzt auch kaufen und die ganzen X-Angriff und X-Abwehr. Verkaufen wir zuerst unsere X-Abwehr, die werden wir nicht brauchen. So, da ist es viel besser, wenn wir sie verkaufen würden. So, okay. 10 Tränke, die sollten wir mal verwenden. Die werden wir bestimmt in der Arena einsetzen. Ja, sorry, dass es heute ein bisschen langweilig wird, aber naja, Stadterkundung gehört halt dazu, zu einem Pokémon-Let's Play. Besonders wenn man so ausführlich haben will, wie ich es immer mache. Gibst du deinem Pokémon Kosenamen? Ich habe mal einen coolen Namen gegeben. Aber wenn ich es nun beim Namen rufe, wollen sich die Leute vor Lachen ab. Hast du Lust, meinen Bummes gegen meinen Makuhita zu tauschen? Dein Bummes, sorry. Nee, ich habe keinen Bummes, tut mir leid. Oh, das ist ein gutes Pokémon. Ja, wenn wir mal einen Bummes finden, dann fangen wir es einfach mal und tauschen es gegen mit seinem Makuhita. Von allen Orten gibt es alle Sorten von Pokémon und Menschen. Ich fände das faszinierend, daher besuche ich alle möglichen Orte. Hier ist die Arena, die schauen wir uns irgendwann später an, vielleicht im nächsten Part. Hier ist die Devon Corporation. Und sonst gibt es eigentlich nichts mehr, bis auf diesen Fettsack. Du Devon Corporation, wir nennen sie kurz Steven. Die Firma stellt viele praktische Dinge her. Devon Corporation. Alles, was man im Leben braucht, wir stellen es her. Ja, das will ich doch hoffen. Schauen wir uns das mal an. Hey, diese Turbo-Treter, die haben wir auch entwickelt. Ich freue mich immer, wenn ich jemanden treffe, der eins unserer Produkte benutzt. Hallo und willkommen in der Devon Corporation. Wir sind die stolzen Entwickler von Medizin und Items, die das Leben bereichern. Okay, hier ist es zu, da kommen wir nicht lang. Tut mir leid, aber nur autorisierte Personen haben hier Zutritt. Ich bin hier autorisiert, ich habe hier eine Geheimkarte. Ich habe sie aber gerade nicht dabei. Tut mir leid. Geheimkarte. So, haben wir unsere Pokémon schon geheilt? Yep. Gut, dann wird es langsam Zeit, diesen Part zu wenden. Pokémon Arena von Metro City, Leiter Felicia, Gesteinsliebhaberin und ihre Schüler. Okay, jetzt haben wir die Wahl, hier nach oben zu gehen oder hier nach rechts zu gehen. Ich werde nach rechts gehen, weil wir dort unser neues Team-Pokémon fangen können. Von mit zur Abkürzung steht vor Fertigstellung. Steht auf dem Schild, aber darüber wurde ein X in roter Farbe gemalt. Na gut, dann mache ich jetzt den... Ja, dann beende ich jetzt den Part und dann sehen wir uns den nächsten Part wieder. Wir werden unser zweites Team-Pokémon fangen. Welches es ist, sage ich allerdings noch nicht. Das werden wir im nächsten Part herausfinden. Also Leute, bis zum nächsten Part und ciao!